Es war ein tolles Spiel. Gute Nacht, Barbie. Ich liebe dich. Und dich. Gute Nacht, lieber Jackson. Sie scheint eingeschlafen zu sein. Ich kann also tun, was ich will. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Oh, es ist cool, mein eigenes Geheimzimmer zu haben. Oh, aua. Ich muss ihr folgen. Oh, wow. Es ist so hell. Das ist ein Portal zu einer parallelen Spielzeugwelt. Nein, da will ich nicht hin. Es ist zu gruselig. Oh nein, nein, lass mich gehen. Wo bin ich? Oh, Barbie. Hallo. Oh, meine Brille. Wow, das ist so cool. Hast du das alles selbst gemacht? Ja, Schatz, das sind meine kreativen Tage. Cool. Das ist das geheime Zimmer von Barbie. Wow. Du hast die Poster mit dir selbst. Hey, nicht anfassen. Es tut mir leid. Lass uns gehen, ich zeige dir meinen magischen Schminktisch. Wow, ich bin so eine Schönheit. Wach auf, du bist eingeschlafen. Oh, und ich hatte einen Traum, dass ich schön war. Oh, das Make-up. Eigentlich ist es meins. Wow, es ist wunderschön. Cool, es gibt eine Menge Beauty-Sachen. Oh, was ist das? Das ist ein Lockenstab. Oh, ich werde versuchen, meine Haare zu machen. Ist dein Haar sauber? Naja, fast. Jetzt nimm den Lockenstab. Oh, er ist heiß. Seid vorsichtig, Kinder. Und wir locken es so. Hey, versuch mal, eine Strähne zu färben. Oh, das ist eine gute Idee. Hier ist das Haarfärbemittel. Ja, wir geben es ins Wasser. Okay, jetzt legen wir den Strang hinein. Wow, cool. Hey, Barbie, sieh dir das an. Barbie. Oh, was ist das? Es ist besetzt. Nicht gucken. Oh, das tut mir leid. Ich bin jetzt so cool. Oh, was ist mit meinen Zähnen los? Es ist schrecklich. Igitt. Du riechst wie der Mülleimer eines Straßencafés. Ist schon gut, ich bringe alles in Ordnung. Oh, ein Kaugummi. Oh, so viel besser. Gib mir auch ein Kaugummi. Kein Problem, hier ist es. Aua, das tut weh. Was hast du getan? Hilfe! Ups. Oh, meine Akne ist so schrecklich. Es ist Zeit, sich damit zu befassen. Ich trage den Reinigungsschaum auf, reibe ihn mit einer Gesichtsbürste, wische ihn ab und... Oh mein Gott! Oh, wer spiegelt sich da? Oh, wofür ist das? Oh, Barbie, kannst du mir helfen? Oh, das ist die Wimperntusche. Ich hoffe, es tut nicht weh. Ich komme nicht ran. Oh, ich weiß, was zu tun ist. Bist du schon mal auf Stelzen gestanden? Oh, es ist so hoch. Komm schon, noch ein bisschen näher. Nicht bewegen. Fertig, öffne die Augen. Ich kann nichts sehen, wo ist meine Brille? Sie muss im Rucksack sein. Es ist schwer, nach dem zu suchen, was dir hilft zu sehen, ohne etwas zu sehen. Und warum ist das hier? Ups, hier ist die Brille. Oh, was ist hier los? Nimm deine Brille ab. Sie bricht alle Regeln des Stils. Trag sie nicht. Kümmern wir uns um deinen Stil, Süße. Hier ist meine coole Brillensammlung. Oh, ich bin mir nicht sicher. Ich mag es nicht. Ich habe eine Idee. Und ich sage, hey Ken, wo warst du? Ist das LOLs Lippenstift auf deinem Hemd? Oh nein. Lass uns die Enden abschneiden. Jetzt kleben wir es auf. So. Oh, cool. Oh, der Glitzer, cool. Oh, es gibt so viele Arten davon. Wie soll ich mich nur entscheiden? Barbie, hilf mir.
Das hier wird dir gefallen. Okay. Hatschi. Oh, tut mir leid, es ist jetzt überall auf dem Tisch. Nicht weinen, Dummerchen. Ich finde schon heraus, was zu tun ist. Schau, was ich gefunden habe. Bist du bereit? Was? Vergiss es. Puh. Wow. Freut mich, dass es dir gefällt, aber meine Hände sind geschmolzen. Hm. Geht es dir gut? Barbie, hilf mir, einen coolen Look zu wählen. Bitte. Du kannst etwas aus meinem Kleiderschrank nehmen. Wow, danke. Aber was haben wir denn hier? Oh, es ist so klein. Wie kann ich kleiner werden? Oder ist es besser, ein Kleid zu bestellen? Es kostet 3 Likes. Oh, die Likes. 1. 2. Ah, ich kann es nicht erreichen. Hey Leute, bitte helft mir. Like dieses Video, bitte. Ich liebe scharfe Soße. Sie ist so lecker. Und ich trinke auch gerne Coca-Cola. Ja. Hey, was machst du da? Okay, messe deine Taille. Natürlich, wenn du sie noch finden kannst. Okay, also, sie ist 66. Und jetzt bis meine. Sie ist 12. Jetzt habe ich einen weiteren Komplex, aber den werde ich mit intensivem Training leicht wieder los. Und 1 und 2 und 2. 99, 100, 180, 190. Hey, Barbie. Ich esse das Junkfood, damit du nichts mehr zu essen hast. Oh, eine Benachrichtigung. Oh, Leute, danke für eure Likes. Liebe euch. Wow, cool. Wuhu. Vorsichtig. Perfekt. Ich bin bereit für heute. Ich bin bereit, mein neues Leben kennenzulernen. Nicht so schnell, Mädel. Hey, was ist passiert? Oh. Mit so einem Rucksack kannst du nicht gehen. Okay. Lass uns alles rausholen. Vielleicht reicht das. Sieht gut aus. Mach aus einem Federmäppchen eine Klatsch mit Blumen. Aber woher soll ich die Blumen bekommen? Oh, ich nehme deine. Wow, sie sind so schön. Und das i-Tüpfelchen ein Parfum. Ich werde wie eine Blume duften. Jackson wird deinem Charme nicht widerstehen können. Alles, was ich vermisse, ist mein Kinn. Genau, dein Kinn. Schau dir meinen gar nicht erst an. Bleib ruhig, Barbie, ich habe einen Freund. Oh, er ist perfekt. Spind, hast du was gesagt? Ich wusste es. Es ist Zeit. Oh, ich bin so ungeschickt. Oh. Hallo, Jackson. Wow, hallo. Deine Kinnlade ist genau auf meine Schuhe gefallen. Du bist so... Hey, was machst du da? Ich liebe Harley Quinn und du siehst aus wie Barbie. Ich bin so unglücklich. Mein Leben ist ruiniert. Er mag mich nicht. Er mag Harley. Er will eine Harley Quinn? Er wird sie bekommen. Ja. Lass uns mit dem Make-up beginnen. Ja. Oh, ich brauche einen Lippenstift. Wo ist der? Oh, ein Ketchup tut's auch. Hm. Wow, ich bin so cool. Ja. Moment mal. Meine Strumpfhose hat nicht genug Löcher für einen Bad-Girl-Look. Okay, Barbie, kannst du mir mit der Strumpfhose helfen? Ganz ruhig, mein Freund. Out. Was? Wuhu. Hey, was machst du da? Schau, bevor du sauer auf mich wirst. Was? Oh, cool. Wow, danke, Barbie. Okay, ich erinnere mich, dass es hier war. Nein, das ist nicht das, was ich brauche. Oh ja, das wird mir sehr nützlich sein. Hm, ich muss es anprobieren. Irgendetwas stimmt nicht, aber ich verstehe nicht, was. Oh, und das ist eine gute Idee. Ich kann etwas herausfinden.
Lass es uns versuchen. Hol es. Oh, das habe ich übersehen. Und wir bestäuben das Dessert mit dem Metallic-Pulver. Ja, cool. Hey, du musst schließen. Buh. Hey, Barbie, du siehst nicht trendy aus. Das werden wir jetzt ändern. So. Aua, das tut weh. Wow, das gefällt mir wirklich. Wow, du bist so schön. Hallo, Verlierer. Oh, Jackson, hallo, wie geht es dir? Oh, hallo. Das hättest du wohl gerne. Du solltest lieber das Ding küssen. Loser. Das war so cool. Hey, wer bist du? Hey, Leute, schreibt in die Kommentare, wer besser ist. Harley oder ich? Hey, was? Oh, hallo, ich suche dich überall. Hallo, Hübscher, was kannst du mir bieten? Probiere es an. Was? Warum? Wir müssen das Mädchen retten. Wow, okay. Lass uns gehen. Der Partyhut ist süß. Schau, Orange schläft. Sie hat zu viele Leckereien gegessen und gewinnt jetzt vor der großen Feier an Energie. Okay, wach auf. Es ist eine schlechte Idee, Orange zu wecken. Sie wird wütend sein, wenn sie nicht genug Schlaf bekommt. Der Geruch des Kindes hat es getan. Du kannst Sophie nicht essen. Probiere diesen Schokoriegel. Er schmeckt wie ein Kind, aber mit Erdnüssen. Komm schon, iss nicht die Verpackung. Du könntest denken, dass es daran liegt, dass sie gerade aufgewacht ist, aber sie ist immer so. Die Hauptsache ist, dass Sophie nicht verletzt wird. Es ist an der Zeit, dem wichtigen Gast seinen Partyplan zu zeigen. Blau bittet darum, bei der Auswahl der Gäste zu helfen. Es gibt nicht genug Platz und Leckereien für alle. Sie müssen die wichtigsten davon auswählen. Sophie möchte Huggy Wuggy kennenlernen. Aber Blue meidet ihn, er schuldet ihm Geld. Er versucht auf jede erdenkliche Weise, Sophie umzustimmen. Es stellt sich heraus, dass er vielen Leuten Geld schuldet. Schreib in die Kommentare, wen sie zu der Party einladen sollen. Aber denk dran, du kannst nur vier auswählen. Sophie genießt es, ihrem Idol bei den Vorbereitungen für die Party zu helfen. Aber Orange versucht immer, bei dem Mädchen ein Stück abzubeißen. Und jeder bekommt Süßigkeiten. Keiner darf das Mädchen essen, das ist die erste Regel unserer Partei. Die zweite Regel ist, die erste noch einmal zu lesen und die Bonbons zu essen. Blau wird es im Auge behalten. Oh, was ist los? Wo ist das Mädchen? Die Kiste mit den Beinen? Wer hat sie eingeladen? Das ist Sophie. Verschwinde von dort. Und Orange isst alles, was sie sieht. Sie hat ein Bonbonpapier gesehen und dachte, es sei essbar. Der echte Blue darf zum ersten Mal mit seiner Spielzeugversion spielen. Oh, jemand ruft an. Es ist sein alter Freund, der seltsame Green. Hallo, Kumpel, was? Wer? Moment mal, wer ist das? Ein Zusteller, aber Blue hat nichts bestellt. Das stimmt, Orange hat einen Lieferjungen bestellt, der die Käsepizza gefüllt hat. Du wirst diesen Kerl nicht mehr beneiden. Hoffentlich kostet es sie nur Pizza und Kartons und sie müssen nicht wieder umziehen. Ich will kein Bild von einem Milchlieferanten auf Mülltüten und Anzeigen sehen. Blue würde helfen, aber er hat auch Angst vor ihr. Sie ist unberechenbar. Es ist gefährlich, die hungrigen Mädchen zu verärgern. Eines Tages könnte sie ihn angreifen. Der arme Lieferjunge wird bald nicht mehr zur Arbeit kommen. Er wird einige Zeit im Krankenhaus verbringen. Die Gästefrage ist gelöst. Sophie und Blue haben einen Kompromiss gefunden. Es ist Zeit, mit der Dekoration zu beginnen. Oh, das ist Mama. Sie hat herausgefunden, dass sie nicht eingeladen war. Ich hoffe, sie werden keinen Streit haben. Nein, Blue, schau zurück. Mama hat Sophie gestohlen. Er bemerkt nichts. Wie alle Jungs. Es ist schon ziemlich spät. Das Baby ist längst weg. Blue dachte, Sophie würde mit ihm Verstecken spielen. Bis er die Botschaft der beleidigten Schurkin sah. Mama ist selbst schuld. Sie hat an Thanksgiving den ganzen Truthahn gegessen. Orange war sehr wütend. Blue versprach, sie nicht mehr einzuladen. Und jetzt hat das unschuldige Mädchen gelitten.
Orange und Mama sind eingeschworene Feinde. Sie wird sich gerne für den Truthahn rächen. Sophies Vater beschloss, seine Tochter wieder zu besuchen und merkte schließlich, dass etwas nicht stimmte. Aber er dachte, sie würde Verstecken spielen. Er kann Sophie nicht finden. Das arme Mädchen braucht Hilfe und ihr Vater spielt Spielchen. Er dachte einen Moment lang nach. Vielleicht gibt es einen Hinweis oder ein Zeichen. Oh ja, endlich! Unter der Matratze geht etwas Seltsames vor sich. Es gibt ein Portal zur magischen Welt. Orange hat Papa vom Bett geworfen wie ein Stier beim Rodeo. Überraschung, Papa! Er dachte, es sei Sophie, aber in ihrer Familie fesselt man sich normalerweise nicht gegenseitig. Dieses Mal ist es ernst. Der Fernseher versetzt jeden Vater auf der Welt in Trance. Gib ihm etwas zu essen und es wird sein perfekter Tag sein. Sogar Orange hat sich für Dora the Explorer interessiert. Wo ist Swiper? Hier ist er hinter dem Baum. Orange teilt niemals Essen. Und Blue versucht herauszufinden, wie er die kleine Sophie retten kann. Mama beschloss, mit ihm zu spielen. Okay, lass uns spielen. Er schaute auf und startete den Timer. Die Geschenke zu vermeiden macht Spaß. Aber es ist, als wären die Ziegel in diesen Kisten. Und das ist noch nicht alles. Er muss die Türme aus ihnen bauen. Alle Regenbogenfarben in der richtigen Reihenfolge. Sieht aus, als hätte er es nicht vermasselt. Und da sind die Würfel mit den Buchstaben. Es gibt ein Wort. Natürlich ist dieses Wort Freunde. Blue hat gute Arbeit geleistet, auch wenn es sehr schwer war. Wie geht es der kleinen Sophie? Ganz allein in der Schurkenfalle. Du musst dieses Video liken, um sie zu befreien. Bitte, Leute, lasst uns Sophie gemeinsam helfen. Blue wurde richtig wütend. Wer weiß, was diese Mama denkt? Er hat eine Idee. Er muss sich wie sie verhalten. Eine Falle für die Schurkin. Und natürlich braucht er einen Köder. Was ist leckerer als Süßigkeiten? Vielleicht die Bleistifte, sie war früher Künstlerin. Nein, das ist nicht das, was sie braucht. Sie braucht einen Freund. Er muss sich nur verstecken und warten. Blue hat etwas gehört, aber die Falle hat nicht funktioniert. Mama war definitiv hier. Blue wird diese Küsse nicht mit etwas anderem verwechseln. Mama hat ihn wieder ausgetrickst. Sie ist immer einen Schritt voraus. Er hasst es. Schau, sie verspottet ihn immer noch. Lange nicht gesehen, Orange. Sie hat sich bereits mit Sophies Vater angefreundet. Sie haben eine Menge gemeinsam. Sie lieben beide Dora the Explorer. Und Sandwiches. Aber es gibt eine Sache. Orange hat alle ihre Freunde wie Sandwiches gegessen. Papa versteht das. Freundschaft erfordert Opferbereitschaft. Die Hauptsache ist, dass du Spaß hast. Orange muss ihn nur noch ein bisschen aufpeppen. Es wird ein sehr leckeres Abendessen, genauso wie sie es mag. Und Papa ist nicht wirklich besorgt. Er denkt, es ist ein Spiel. Er begann sogar ein Lied aus dem Film Die Maske zu singen. Doch plötzlich wurde ihm klar, worauf er sich eingelassen hatte. Blue war sehr aufgebracht, weil Sophie verschwunden war. Er war ihr zugetan. Warte mal kurz, woher kommen die Taschentücher? Es ist Sophie. Was für eine Freude. Aber wie ist sie entkommen? Sophie hat die Bösewichtin besiegt. Sie wird Blue in Zukunft nicht mehr belästigen. Das Baby lernte Karate. Hier ist ihr Cobra-Stil. Sie ist schneller als die Lichtgeschwindigkeit und ihre Angriffe sind unsichtbar. Hey Blue, wo ist Orange? Er hat sie völlig vergessen. Sie ist losgegangen, um Sophie zu suchen. Aber sie hat etwas Leckeres gefunden. Papa mag solche Freundschaften nicht mehr. Er schreit so laut, dass Orange Kopfschmerzen hat. Blue kam gerade noch rechtzeitig. Aber ein hungriges Mädchen ist nicht so leicht zu stoppen. Er wird zu extremen Maßnahmen greifen müssen. Und gibt ihr im Gegenzug etwas? Die riesigen Kopfhörer, das ist genau das, was sie wollte. Jetzt braucht sie große Ohren. Und Papa kann frei sein. Aber es ist trotzdem besser, sich wieder mit Orange anzufreunden. Er wollte es nicht, aber nach allem, was zwischen ihnen passiert war, hat die Freundschaft gewonnen. Und der Apfel. So wurde das Apple-Logo geboren. Orange erzählt diese Geschichte immer wieder. Keiner glaubt sie. Aber niemand kann es ihr ins Gesicht sagen.
Die Hauptsache ist, dass die Party cool geworden ist. Für Orange ist es schwer, sich lange auf etwas zu konzentrieren, wenn diese leckeren Finger dabei sind. Es ist okay. Papa hat immer noch die Finger an seiner anderen Hand. Aber nicht für lange. Blue passt auf Orange auf, damit sie die Grenze nicht überschreitet. Sophie hat sich etwas gemerkt, es ist wichtig. Sie fesselte auch Mama und ließ sie allein. Sie muss lernen, freundlich zu sein und auch Freunde zu finden. An einem Streich arbeitet. Sie will so dringend gewinnen, dass es sie verrückt macht. Mami Longlegs ist direkt hinter ihr. Die Begegnung mit ihrem Idol ist ihr zu Kopf gestiegen. Dieser fiese grüne Streich hat voll funktioniert. Jenny hat ein wenig Zeit gewonnen. Und Zeit ist Geld. Mami Longlegs kann das Geld gebrauchen, um neue Handschuhe zu kaufen. Vergiss das Trinkgeld nicht. Eine neue Herausforderung. Die Mädchen werden Zielen üben. Jenny schafft es bei ihrem ersten Versuch in den Korb. Melanie ist nervös, aber sie glaubt, dass sie es schaffen kann. Und sie trifft genau ins Schwarze. Aber Jenny schlägt sie immer noch um einen Punkt. Melanies Hand zitterte in der letzten Sekunde. Jenny hat es nicht bemerkt, also wird Melanie wohl schummeln. Sie ist besessen vom Gewinnen und wird alles dafür tun. Jenny ist misstrauisch. Kommentiere unten und sag ihr, ob Melanie etwas falsch gemacht hat. Rosa ist so schön. Ich wünschte, die ganze Welt wäre rosa. Diese Dose mit Farbe ist wie ein Zauberstab. Alles wird rosa und perfekt. Melanie kann nicht aufgehalten werden. Sogar Jenny hat ein bisschen rosa Magie bekommen. Igitt! Melanie wurde gerade fast verletzt. Wessen Skateboard ist das? Das ist eine vertraute Farbe. Der Besitzer ist froh, es wiederzuhaben. Jenny hat einen tollen Gleichgewichtssinn. Und sie kann mehr erledigen, wenn sie auf Rädern unterwegs ist. Warum zu Fuß gehen, wenn du herumdüsen und die Brise genießen kannst? Jenny möchte, dass alles grüner wird. Sie hat das ganze Grünzeug im Haus. Was wird sie damit machen? Baue grüne Regale an ihrer grünen Wand, um ihre grünen Sachen aufzubewahren. Jenny braucht mehr Regale und mehr Grün. Mehr! Ihr Zimmer ist wie ein ganzer Dschungel. Melanie hat Angst vor der Natur. Was ist das für ein Knurrgeräusch? Wer ist in den Büschen? Ist es ein Pavian oder ein Tiger? Es ist nur Jenny. Wir haben es mit einem Dieb zu tun. Melanies Tetris passt nicht zu ihrer Farbe. Jenny hat stattdessen eine neongrüne Schlange geschaffen. Wow, das Tetris ist magisch. Aber die Magie macht die Batterie aus. Wir müssen warten, bis sie wieder aufgelaufen ist. Das ist eine interessante Farbe. Jenny ist aufgeladen und bereit zu gewinnen. Melanie hat sich von Jennys Beleuchtung inspirieren lassen. Sie will mit ihrer Energie mithalten. Neonpinke Lichter sind eine gute Wahl. Sie ist ein Genie. Während Jenny Tetris gespielt hat, hat Melanie die Führung übernommen. Sie kann gut zielen. Hier ist der Mann vom Reinigungsdienst. Er wird sich freuen, das zu sehen. Er wollte schon immer eine Fee sein. Und seine Träume werden wahr. Melanie kaute gerade Kaugummi und hatte eine tolle Idee. Oh, natürlich. Ballons machen so viel Spaß. Und sie sorgen dafür, dass sich ihr Zimmer wie eine Party anfühlt. Melanie musste so viel Kaugummi kauen, um das zu schaffen. Jenny wird eifersüchtig. Es scheint eine dumme Idee zu sein, aber es ist einen Versuch wert. Es ist schwieriger, als es schien. Ups, das war schlecht. Es ist nicht deine Schuld. In Jennys Geheimzimmer fehlt etwas, aber was? Oh, ein grasgrüner Teppich. Vergiss nicht, ein Verbotsschild für Hunde aufzustellen. Aber ihre böse Mitbewohnerin ist hier. Sieh dir dieses Gesicht an. Sie fühlt bestimmt nichts Gutes im Schilde. Sie versucht, alle Pflanzen von Jenny zu töten. Nein, sie versucht, den Teppich zu ruinieren. Das ist so gemein. Jenny hat gerade ihre Socken nass gemacht. Sie dachte, es sei nur Tau. Aber wenn es schon Mittag ist, ihr Föhn kann ihr dabei helfen. Fang an, ihn zu trocknen. Ups, es ist okay. Melanie arbeitet an einem komplizierten Rätsel. Was? Du hast nicht damit gerechnet, dass es nasse Socken regnen würde? Wo ist das letzte Puzzlestück geblieben? Es ist schwer, es in diesem Meer aus Rosa zu finden. Die nasse Socke hat sie ganz sicher gestohlen. Melanie kann den Stress nicht mehr ertragen. Und sie hat erkannt, dass ein großes Puzzle noch besser ist. Was ist das? Perfektes Timing. Leider ist nicht alles Grünzeug lecker.
Jenny muss Salat essen, weil das ihre Lieblingsfarbe ist, während Melanie sie mit Süßigkeiten ärgert. Sie sind immer noch Rivalinnen. Nur eine von ihnen kann gewinnen. Jenny musste ihr Essen süßen. Jetzt gibt es mehr Zucker als Kopfsalat. So wachsen die Macarons. Wie gefällt dir das, Melanie? Das ist nicht lustig. Das rosa Zimmer sieht toll aus. Melanie muss härter arbeiten, wenn sie eine Chance haben will, Jenny zu schlagen. Wenn das Zimmer fertig ist, kann sich die Besitzerin um sich selbst kümmern. Sie muss schön aussehen, wenn sie den Hauptpreis gewinnt. Dieser Spiegel ist zu klein für ihre Wimpern. Alles in ihrer Welt ist rosa. Und sie hat alles, was sie will. Hat sie gerade einen Spiegel aus ihrem Tagtraum gestohlen? Wow! Jetzt kann sie ihr Spiegelbild einfach anpassen. Was ist los mit Jenny? Sie macht nur eine Gesichtsmaske. Ein wichtiger Anruf lenkt sie ab, aber wenigstens ist es kein FaceTime. Melanie kann sich das zunutze machen. Nein, Jenny, schmier dir das nicht ins Gesicht. Sie kann mich nicht hören. Gut, mach, was du willst. Oh, die Maske geht nicht ab. Das ist kein lustiger Streich. Probiere das nicht zu Hause aus. Und sie wurde in ihrer eigenen Falle gefangen. Schnippe mit den Fingern, Melanie. Melanie ist gerade dabei, sich zu schminken. Welche Farbe soll ich wählen? Rosa oder rosa? Rosa natürlich. Das ist einfach Perfektion. Melanie kann nicht einmal mit ihrer eigenen Schönheit umgehen. Der Sturz brachte sie auf eine interessante Idee. Wie wäre es mit einem Schminkregal? Jetzt hast du alles an einem Ort. Jenny hat ein Lieblingstier. Und es ist ein Frosch. Sie liebt ihn so sehr, dass sie ihm noch ein paar Freunde machen will. Und hier ist die ganze Froschbande. Was ist das? Ein Pfeil? Sei vorsichtig damit, sonst schießt du vielleicht einen Frosch. Oh, der Bogenschütze ist irgendwie süß. Was? Warum schießt er auf Frösche? Ist er verrückt? Jetzt hat sogar der Frosch einen Freund, aber Jenny hat immer noch keinen. Was ist das für ein komisches Ding? Jenny vermutet, dass es etwas von Melanie ist und beginnt nachzuforschen. Aber Melanie ist auch verwirrt. Sie hat auch eins. Was ist, wenn wir sie kombinieren? Wow, wir haben ein Portal geöffnet. Oh, Jenny ist verschwunden. Alles, was übrig ist, ist eine grüne Münze. Sie sind endlich verlobt. Das Werfen des Blumenstraußes ist eine ernste Angelegenheit. Betty und Monica sind verrückt nach der Ehe. Cat hat Angst. Alle sind bereit. Jetzt kommt es. Sie versuchen, ihn sich zu schnappen. Aber der Strauß hat den Gewinner gewählt. Die Mädchen sind dabei, Cat in Stücke zu reißen. Immer mit der Ruhe. Wo geht Cat hin? Monica beobachtet sie. Sie ist dabei, ihre Hochzeit zu planen. Das ist die beste Agentur für Hochzeitsplanung in der Stadt. Der Manager versteht Cats Situation eindeutig nicht. Er hat diesen Monat keine freie Zeit. Das wird Cat nicht aufhalten. Die Hochzeit findet statt, egal was passiert. Willst du etwa Geld? Plötzlich klärten sich einige Daten auf. Das funktioniert. Sie stimmt ein bisschen zu früh zu. Die anderen Mädchen haben die Tür aufgebrochen, damit Cat nicht vor ihnen heiratet. Es ist ihnen egal, was im Kalender steht. Drei Hochzeiten an einem Tag. Joe hat eine Menge Arbeit vor sich. Und eine Menge Geld. Aber die Bräute lassen ihn nicht in Ruhe. Warum haben sie nicht vorausgeplant? Jetzt muss er den Bogen noch in letzter Minute fertig machen. Betty ist nicht glücklich. Sie will, dass alles perfekt ist, aber sie kann nicht erklären, wie. Wir brauchen einen Hellseher. Mach, was du willst. Okay, gut. Die Liebe hat einen schönen Baum wachsen lassen. Oder? Der Dünger hat ihn wachsen lassen. Die Farbherausforderung bedeutet, dass Bettys Baum grün sein wird. Perfekt. Joe hat Blumen mitgebracht, aber keinen Liebeszauber. Eine weitere verrückte Braut. Joe ist in Schwierigkeiten. Cat hasst grün. Ihr Bogen sollte rosa sein. Joe wird alles neu machen müssen. Er hat noch nicht einmal angefangen und der Typ will schon aufhören. Er hat noch nicht einmal gehört, was Monica will. Das ist kein guter Zeitpunkt. Er muss alles nochmal neu machen.
Kat kam, um sich die Arbeit anzusehen und überraschenderweise gefällt es ihr. Thank you. Monika liebt Blau, die Farbe des Meeres. Sie weiß, wie man sich den richtigen Mann angelt, aber auch Fisch. Ihr Bogen sollte wie ein Ozean sein, der die Frischvermählten mit einem Tsunami aus ewiger Liebe und Glück bedeckt. Naja, und Fisch. Es ist ziemlich gut geworden. Eine Katze machte sich über den frischen Fisch her. Monika wird nicht teilen. Das rothaarige Raubtier wird zuerst an ihr vorbeikommen müssen. Sie ist auch ein Biest. Die Katze hat Angst. Sie wird sich ihr Mittagessen woanders suchen müssen. Die Mädchen sind damit beschäftigt, für die Hochzeit zu dekorieren. Alles muss perfekt sein, genau wie sie es sich immer gewünscht haben. Keine Improvisation, halte dich einfach an den Plan. Kat ist eine Naschkatze, deshalb wird es bei ihrer Hochzeit viele Desserts geben. Bei Bettys grüner Hochzeit wird es gesundes Essen geben. Frisches Obst und Gemüse, das sie selbst angebaut hat. Kat lacht über sie. Betty ist einfach nur verantwortungsbewusst und achtet auf ihre Figur. Kat glaubt, dass zuckerhaltige Lebensmittel gut für sie sind. Das hat sie auf TikTok gesehen. Aber ihre Quelle hat sie völlig im Stich gelassen. Jetzt ernährt sie sich auch gesund. Ich frage mich, wie lange sie noch durchhält.